Morgen oder guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich mit Ihnen über diese Firma, wo ich arbeite, sprechen. Okay. Diese Firma heißt EcoPalsa, aber auf Deutsch ökologische Energie von Palcata. Dies ist eine Privatfirma und ist eine Tochtergesellschaft von einer Palmöl-Extraktionsanlagefirma. Ist ein bisschen kompliziert. Und wo Palmöl produziert wird. Das ist einem Obst, das heißt African Palmöl. Und was machen wir mit diesem Obst? Also diese Firma, diese Mutterunternehmen stellen Öl von diesem Obst her. Und diese Mutterunternehmen gehört zur Nahrungsmittelindustriebranche. Warum? Weil dieses Öl ist für Kochen. Wir benutzen diese Öl für Kochen. Aber das Tochterunternehmen gehört zur Energiewirtschaftsbranche. Weil wir in diesem alle die Abwasser und die Biomasse von diesen Firmen Energie produzieren. Okay. Die Firma Ökologische Energie wurde in 2006 gegründet und am Anfang hatte diese Firma nur zwei Mitarbeiter. Das war der Geschäftsführer und der Buchhalter. Und jetzt hat die Firma 25 Mitarbeiter mit mir ab. Und hier werden 5 Megawatt pro Stunde mit Biogas und Biomasse produziert. Unsere Projekte sind zwei. Und die Nummer 1 sind mit Biogas. Das beginnt in 2006. Und das andere Projekt ist mit Biomasse. Und das war das letzte Jahr gestartet. Okay, aber jetzt spreche ich ein bisschen über die Biogasanlage. Wie funktioniert diese Biogasanlage oder diese Firma? Wir nehmen das Abwasser von dem Palmöl-Firma, wo diese Palm produziert, der Palmöl produziert, und das wir in zwei Oxidationslagunen für 4000 Kubikmeter geleitet. Und auf 1 Kubikmeter Abwasser werden 200 Kubikmeter Biogas. Wir haben vor 2 Wochen eine Firma besucht und ist fast das gleiche. Und danach leiten wir das Biogas in 2 Biogasmotoren von 630 Kilowatt pro Stunde. Und hier stellen wir 1,26 Mega MPH, oder Megawattstunde her. Das sind kleine Bilder von dieser Firma. Hier stellen wir das Biogas her. Und hier produzieren wir die Energie, diese Biogas. Und dann haben wir das Biomasseanlage. Und wie funktioniert diese Biomasseanlage? Erst nehmen wir das Wasser aus dem Fluss, circa 300 Gallonen pro Minute, und es wird in eine Wasseraufbereitungssystem gereinigt. Was bedeutet das? Wir putzen oder wir machen dieses Wasser sauber. Und dann transportieren wir das saubere Wasser zu den Kesselofen. Das ist circa 600 PSI. Das ist Dampfdruck, Steam Pressure. Und circa, und wir benutzen 150 Gallonen pro Minute. Und wo das Wasser in Dampf umgewandelt wird. Ja. Dann diesen Dampf bewegt eine Turbine und hier werden 3,4
Megawattstunde produziert. Und das ist der Kessel offen, das sind die Kontrollen, und die Firma, das hat diese Kessel offen, wie heißt das, konstruiert, heißt Magma, von Malaysia. In die Montage, seit von 2008 bis 2009, und das ist die Staudamm, wo wir das Wasser nehmen von dem 1000 Plus und das bin ich. Und das ist das Wasseraufbereitungssystem und wir machen dieses Wasser sauber und wir putzen das Wasser und dann die Kessel offen in die Turbine und hier wird 3,4 Megawattstunde produziert. Und vielen Dank für Ihre Gibt es Fragen?